Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Burn Alien. Ja, so in etwa war das, glaube ich, richtig. Hier werden gleich mehrere von den netten Viechern kommen. Und wir wollen natürlich ein bisschen sparsamer umgehen mit unseren Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Oh, was haben wir hier? Aha, interessant. Eigentlich wollte ich mal ausprobieren, wie der Bolzenschießer oder Bolzenschneider oder wie auch immer man sich das nennt, gegen die Aliens wirkt. Das ist in weiser Voraussicht. Ich hör's, was ist es? Burn, du kleines Mistviech. Na lecker. So. Den verbrennen wir. Und den verbrennen wir auch. So, wundervoll. Das sieht doch so aus, als könnte man damit arbeiten. Zum Verstecken halten. Nee, wir wollen uns ja nicht verstecken. Nehmen die Leuchtfackel mit und natürlich noch alles, was wir so einsammeln können. Erstmal schön nachladen. Bevor gleich die dicken Viecher kommen. So, wir entriegeln den Schießmechanismus. Und zack. Funkstille, Ricardo. Das ist überhaupt nicht gut. Ich höre etwas. Oh Gott. Das ist mir definitiv zu viel. Wieso werden mir denn so viele Sachen angezeigt? Oh Gott, ich hör's. Ich hör's schon wieder. Oh fuck. Da tropft die Sabber von der Decke, das ist nicht gut. Das heißt ja schon praktisch, der wartet da auf mich. Ich versuche einfach mal zu speichern. Ja, bitte. Ich höre ihn doch schon wieder irgendwo. Der Drecksack ist doch hier irgendwo. Hundert Pro. Ich kann es praktisch fühlen. Schön vorsichtig weiter nach vorne. Oh mein Gott. Da sehe ich ein Ei. Das sieht auch intakt aus. Das linke ist offen, das rechte aber noch nicht. Oh, wir können hier tatsächlich rein. Na lecker.
Da ist ein offenes Ei. Ah, meine Maus reagiert nicht. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder. Aber ich will mich doch gar nicht verstecken. Ich möchte doch einfach nur lebend hier rauskommen. Alle 5 Meter. Alle 5 Meter die Schränke, wo man sich drin verstecken kann. Das war, glaube ich, unser Tod. Moment, wo? Ah, toll. Zwei Stück. Jawohl. Ich hätte es wissen sollen. Aber zum Glück haben wir vorher gespeichert. Ja, das, Leute, das ist ziemlich intens gerade. Aua. Warte mal, wir können uns ja mal eben ein Medikit reinzwiebeln. Fuck, da vorne ist er. Hat er uns gesehen? Nee, noch nicht. Er hat nur gegrilltes Junges gerochen. Komponente B. Kein Strom. Willst du mich veralbern? Oh fuck, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Wir gönnen uns nochmal schnell ein Medikit und schauen mal. Zack, 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 zack. Und ein Molotow-Cocktail gebastelt. Ich meine, der könnte uns theoretisch vielleicht. Weiterhelfen.
brauchen Strom. Oh fuck. Na, Wallis, Wallis! Verpiss dich! Okay, Bolzenschießer, komm schon, nachladen. Kann doch nicht sein, wieso haben wir denn hier keinen Strom? Ach, da ist eine gute Episode. Da vorne ist noch einer, der zu ist. Das hätte doch wirklich nicht sein müssen. Ja, jetzt möchte ich gerne bitte den Strom hier anmachen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber nun gut, sneaken wir mal zurück. Und schauen uns mal weiter um. Wir haben ja eine Abzweigung praktisch nicht genommen. Wo höre ich ihn da vorne? Ist er? Der Drecksack. Piss dich! Weg! Brav. So, das wird jetzt einfach nur zum Scouten. Ein schneller Run. Okay, da bringt hier gar nichts. Irgendwo ein Sensor. Ladungspack einsammeln, das bringt uns nicht weiter. Autsch. Ja, alles klar. Wunderbar. Letzten Spielstand laden. Wir müssen irgendwie die Stromversorgung finden. Willst du nochmal? Autsch. Okay, das Viech ist weg. So. Kein Strom. Ganz, ganz viel Schrott hat er hinterher bei sich. Aber das bringt uns natürlich alles nichts. Okay. Beta-Leitung. Komponente B. Wo kriegen wir denn den Strom her? Kein Strom. Was? Immer noch nicht? Irgendwas muss ich doch hier machen können.
Autsch. Na gut, immerhin haut er mich nur um und tötet mich nicht direkt. Das wäre auch ziemlich, ziemlich assi, wenn er das täte. Der ist offen, ne? Ja, okay. Gut, leer. Dann gehen wir doch noch mal auf der anderen Seite hier gucken. Da war ja auch noch ein unerkundeter Gang sozusagen. Ob wir vielleicht da noch was finden, das uns irgendwie helfen könnte. Warte, wir können uns ja noch mal schnell einen Molotow-Cocktail machen. So. Ernsthaft. Ernsthaft. Und wir sind out of ammo. Und cool. Okay, das bringt uns rein gar nichts hier. Wir brauchen erst Strom. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Irgendwie ist das auch gerade nicht mehr lustig, wollte ich sagen. Schon gruselig. Ich meine, ich weiß, wo der Alien ist, ne? Also. So. Dessen entledigen wir uns doch mal kurz. Warum haut er jetzt ab? Hat er Angst vor mir? So ein Drecksack. Das bringt uns hier alles nicht weiter. Ich meine, wir waren hier schon dreimal bestimmt. Ja. Okay. Gut, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, an der Stelle machen wir eine kleine Pause mit dem Aufnehmen. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewerbung. Moment. Eine Bewerbung. Egal. Eine Bewertung, meine ich natürlich. Und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hier zurück bei Let's Play Alien Isolation. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis dahin, macht's gut, haut rein.